Jo Leute, und damit willkommen zurück zu When It's Monday. Ja, nachdem wir beim letzten Mal wieder ein Totmate gefunden hatten, dann wurden wir die ganze Zeit beleidigt, wie jedes Mal. Wir sollen ja auch der Mörder sein, wir dürfen die Stadt nicht verlassen. Dann sind wir in die Kneipe zurück, haben dann nochmal Geld verloren, weil wir irgendwie für 380 Dollar in Zeit was probiert haben, aber ja. Dann haben wir ihnen irgendwie einen Cocktail gegeben, den er nicht mag. Wir haben sie vollgespuckt, nachdem wir erfahren haben, wie teuer das war. Jetzt schminkt sie sich neu und naja. Und oben haben wir alles vollgepinkelt. Lecker. Naja, schauen wir mal. Haben wir noch irgendwas eigentlich? Im Inventar. Wir müssen mal gucken, was wir nämlich jetzt machen müssen. Ja. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... egal. Ah, okay. Wieso ist dieser blöde Likör so teuer? Kennst mich doch. Bei mir gibt's nur das Beste. Warum machst du da nicht mal was mit deinem Gesicht? Hör schon auf, Randall. Die Liköre sind vom Feinsten. Wie viele Bars kennst du, die Macadamia-Schnaps haben? Nur Paddy's. Aber ich glaube, die haben mich abgezogen. Ich seh's nicht gern, wenn du in andere Kneipen gehst. Ja, 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 klar. Okay. Und seh dein Gesicht nicht gern. Die Welt ist ziemlich perfekt. War nur Spaß. Das hier ist die einzige Bar, wo ich Hundekämpfe im Hinterzimmer ausrichten kann. Was? Keine Sorge, das sind nur süße kleine Chihuahuas. Schluss jetzt, Randall. Ich weiß nicht mal, ob du es ernst meinst oder nicht. Und das macht mir etwas Angst. Er erzählt ja nicht mal, was da unten steht, naja. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon, ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Das ist ein großer Spiegel auf den Männerclub, wenn ich mich richtig erinnere. Ob man jetzt beschäftigt ist oder nicht, der Kunde ist König. Keine Ahnung, was ich wollte. Bis dann, Elaine. Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Es war nur ein Scherz. Ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt. Das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall. Ach, egal. Okay. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. Und jetzt? Elaine sagt, ich soll den Müll rausbringen. Dann machen wir das doch mal. Okay. Auf der ganzen Welt gibt's nicht genug Make-up, um die Katastrophe wieder zu kitten. Boah, ey, er ist so gemein, was man, ne? Der Müll von gestern Abend.
Joa. Der Müll von gestern Abend ist wirklich nicht schwer. Der gehört in einen Müllcontainer. Nein, warum? Kann man damit nicht irgendwas machen? Ist wirklich nicht schwer. Der gehört in einen Müll... Ein Verkehrshütchen. Ist ja gut. Dann bring ihn mal raus. Ich wühle nicht im Müll. Doch. Machst du doch gerne. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Aber was macht ihr hier mit einmal? Ist er nicht normal bei uns in der Gasse? Naja, werden wir aber wahrscheinlich rausfinden, ne? Neue Gasse? Was? Gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Neue Gasse, was? Gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen, ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah ja, um eine Kleinigkeit. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Also, das will wirklich keiner wissen. Aber was mir mal so einfällt, was wir mal machen müssen, ist neue Kopfhörer kaufen, weil die knacken ganz schön. Es knackt ein bisschen zu sehr. Ich meine, besonders wenn ich meinen Kopf ein bisschen bewege. Naja, muss auch mal sein. Irgendwann mal. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Okay. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Ring wieder kriegen, ne? Ich bin gerade irgendwie in Eile, also... Mach's gut. Okay, bis dann. Jetzt steht er hier rum. Ein stinknormaler Penner. Stinkig mit einer braunen Papiertüte. Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Verstand verlieren, so wie er. Er ist auch so nett immer, ne? Die ist ja immer noch hier. Ich hab erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Nö. Komm hier. Sie war wirklich hoch. Helens Schmink, Edwie. Ich will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Unser. Der gehört jetzt uns. Was machen wir damit jetzt eigentlich? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Das ist Elaines Schmink, Edwie. Jo, okay. Werden wir ja später sehen, was wir damit machen können, ne? Tschüss, Elaine. Ich mach mich vom Acker. Jetzt sitzt er hier an der Seite. Ein stinknormaler Penner. Ich hab schon mach's gut. Können wir hier hinter irgendwas machen? Nö, ne? Nö, da kommen wir gar nicht hin, oder? Nö. Dann sollen wir jetzt nach Hause, ne? Eigentlich. Manchmal kann ein einzelner Gegenstand mehrfach mit verschiedenen Objekten kombiniert werden. Ja, das werden wir auch noch sehen, ne?
Wie, was, wo, wann und weshalb? Und warum? Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann. Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat wie wild ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem Safe will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert. Und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los, dann erklär mal! Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja, preiset den Herrn! Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät! Du bist gefeuert! Aber ich... Raus hier! Was ich mich aber frage, warum bewahrt er den Comic hier auf und nicht zu Hause, wo nichts passieren kann? Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Oh, ich glaube, der... Mann. Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Das kann ich nicht... Das kann ich nicht einfach so wegnehmen. Oh, ich glaube, der ist jetzt... Kann ich Ihnen das Geld nicht geben? Kein Durst. Dann nicht. Wir haben hier sonst nichts vor, ne? Hä? Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Ist schon wieder ein paar... Beziehungsweise bei mir ist das gestern, ne? Aber... Wow, ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen, ne? Ich schau mal, was wir noch so machen können. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Halleluja, mein Freund, keine Ahnung. Der gehört mir, den hab ich mir... Alles seins. Nein. Warum nicht? Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killer-Krokodile, mutierte Schildkröten, tja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Immer noch. Ich geh mal da rein. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Guck mal, die Uhr ist immer noch offen, ne? Aber... Dafür haben wir das Ding nicht mehr dafür. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen?
Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Naja, manchmal denkt man das echt, dass wir das machen, ne? Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein Interessiert-Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich habe Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon, bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Okay. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Ja? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für einem Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion, basta. Tja, das war's dann für mich. Naja, schauen wir mal, ob wir den nicht irgendwie doch kriegen, ne? Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber, irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Sportalmanach? Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay. Such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner.
Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen, Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten, sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ja, das ist natürlich gemacht, und dann hast du das gemacht. Ja, mach mal. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ja, aber dann, wenn du rüberkommst, kannst du das machen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Was immer. Der Typ hat eine negative Ausstrahlung. Mit wem du hier redest? Lass ihn besser in Ruhe. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Ja, das ist natürlich gemacht. Ich glaube, der ist gerade... Bist du sicher, dass wir das... Hey, bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Wir müssen auf jeden Fall daran kommen. Passt oder passt nicht? Passt immer. Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich muss an die Kasse ran, aber das geht nicht, solange Mel zusieht. Ja, das ist natürlich gemacht. Und dann hast du das... Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Weiß ich nicht, warum. Die trage ich nur rum, wenn es unbedingt sein muss. Nur eine Gasflasche. Ich hoffe, es ist geheimnisvoll. Wie ein Babypopo. Damit werden wir bestimmt noch irgendwas machen können, ne? Ja. Das gebe ich nicht ohne guten Grund weg. Also, passt oder passt nicht? Warum nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich wüsste nicht, was wir hier noch machen können gerade. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich wüsste jetzt nicht, was wir machen können. Quatschen ja immer noch. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Schüsse mit Mais. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Kann ich nicht. Können wir aber nicht nehmen, die leere Flasche, ne? Ja, was müssen wir ja machen können? Es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypuppe. Naja. Wir gucken erstmal. Oder wir gehen erstmal nach Hause. Wir gehen erstmal nach Hause und gucken, was wir machen können. Bogenschützen sind sehr effektiv auf lange Distanz, aber schwach im Nahkampf. Okay, danke. Na klar. Kann ja mal irgendwie, vielleicht mal irgendwann nützlich sein, ne? Auch nur vielleicht. Ich will das haben. Nichts von Interesse. Das ist immer noch hier. Ich versuche ja immer dem Nichts Neues. Können wir hier reingehen? Penner ist also weg. Hallo, Hundi. Hierher. Das bringt auch nichts. Haben wir sonst hier irgendwas? Nö. Nur die gleichen Sachen. Okay. Oh, wir können aufs Dach. Was machen die da? Man kann sich vier Arten Krankheiten holen, wenn man die Viecher nur anguckt. Also, lieber nicht. Verdammte Flugratten. Was machen die da? Bierbomb. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Die sehen hungrig aus?
Diese Tauben sehen hungrig aus und... Fast leer. Ich möchte nichts verschwenden. Fast leer. Eher nicht. Man kann sich vier Arten... Was sollen wir denn machen? Das ist einfach nur... Okay. Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Taubenleiter. Diese Tauben sehen... Ja. Ich kann jetzt... Das kennen wir ja. Ich gehe Leuten nicht... Nein, du gehst keinen gerne auf den Sack. Natürlich nicht. Können wir da... Mit der Mikrowelle können wir nichts machen, ne? Eher nicht. Ich wollte gar nicht rausgehen. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Keine Ahnung. Hallo. Ja. Könnte ich, aber nein. Bin nur kein Maskenbildner. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was können wir denn jetzt machen? Das ist Elaines Schminke, Edwie. Will gar nicht. Oh Gott. Was können wir denn jetzt machen? Hier war halt auch nichts mehr, ne? Auf jeden Fall müssen wir mit den Tauben irgendwas machen. Aber was? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte... Na klar. Diese Tauben... Vergiss es. Daneben nicht. Was können wir denn jetzt machen? Das klappt noch nicht so ganz. Ich glaube, ich brauche... Das klappt noch nicht so ganz? Das macht kein... Das muss nicht geklebt. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ich glaube... Nein. Nein. Das kann ich nicht. Das klappt noch nicht so ganz. Das klappt noch nicht. Noch nicht so ganz. Irgendwas brauchen wir da auf jeden Fall noch. Das ist einfach nur... Das läuft nicht mit... Eher nicht. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Warum nicht? Es wird nicht klappen. Ich glaube nicht. Das kann ich nicht. Das muss nicht geklebt. Hey, da mache ich doch alles dreckig. Sollst du doch auch. Hey, dann mach ich... Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Geht nicht, Amigo. Der ist total... Du sollst ihn ja auch nass machen, Kollege.
geht nicht an. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Auch noch ein bisschen. Die Untoten sind sehr verwundbar gegen den Heilungszauber. Okay. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ah, guck mal, die sind weg. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir dann hier weitermachen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Dann gehen wir nochmal in Metz Wohnung, schauen mal rein, was da so abgeht noch. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei When It's Monday. Bis dann. Ciao, ciao.